Ich habe mir 2,8 Hektar Off-Grid-Land gekauft. Das heißt, ich lebe hier ohne Stromversorgung und das wollen wir in dieser Serie ändern. Das heißt, ihr seht hinter mir ein 24-Volt-Panel. Daraus will ich ein 12-Volt-Solarsystem machen. Und es wird eine dreiteilige Serie. In der ersten wird es erstmal darum gehen, was man an Infrastruktur braucht, einen Schaltkasten und so weiter. Im zweiten Teil geht es dann um die Verkabelung, welche Kabel brauche ich, um die Batterien, Laderegler, Wechselrichter, alles was man braucht. Und im dritten und letzten Teil gebe ich euch dann richtig gute Tipps, wie ihr auf so eine Steckdose verzichten könnt und euer Laptop und weitere Geräte direkt über eure Batterie aufladen könnt. Viel Spaß beim Video. Dann beginnen wir auch gleich mit Teil 1 und in diesem Video will ich euch hauptsächlich erklären, was überhaupt zu einem Solarsystem dazugehört, was man dafür braucht, vor allem auch so Bauteile, Schaltkasten und so weiter. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Was ist allgemein überhaupt eine Inselanlage? Eines der bekanntesten Systeme ist wahrscheinlich das Balkonkraftwerk, das in, vor allem in Städten die Menschen, die ans Netz angeschlossen sind, verwenden. Und der größte Unterschied zwischen einer Inselanlage bzw. einem Balkonkraftwerk sind diese Batterien. Und zwar kann man sich eine Inselanlage wie eine Insel vorstellen. Das ist ein ganzes System, das man, wenn man will, das komplette System, wo immer man will, hinstellen kann. Bei einem Balkonkraftwerk ist man an seinen Hausanschluss geschlossen. Beim Balkonkraftwerk kann man Strom wieder ins Netz koppeln, dass man dann dafür günstiger Strom bekommt oder vielleicht sogar Geld dafür bekommt. Bei einer Inselanlage ist das nicht möglich, weil dort fließt alles an Strom in die Batterie bzw. zu eurem Computer, zu eurem Verbraucher. Dann fangen wir auch direkt an mit den ganzen Bauteilen, die wir jetzt brauchen. Also augenscheinlich das Wichtigste für ein Solarsystem ist das Solarpanel. In dem Fall haben wir ein 24 Volt Solarpanel und der Laderegler, den kann man wie die Zentrale des ganzen Systems machen. Der regelt die Ladung. Die Ladung in dem Fall Volt, die Spannung, geht dann hier rein. Das ist auch alles mega einfach erklärt. Wenn ihr sowas kauft, das ist schon fast selbsterklärend. Das heißt, das Solarmodul kommt dann hier rein, die Spannung geht dann über den Laderegler, regelt sich dann auf 12 bis 24 Volt zur Batterie. Das heißt, ihr könnt auch ein 24 Volt Solarpanel an eine 12 Volt Batterie klemmen, wenn ihr dieses Bauteil habt. Es gibt auch Laderegler, die nur für 12 Volt geregelt sind, da müsst ihr vorsichtig sein. Aber von 24 Volt auf 12 Volt ist kein Problem. Dann haben wir hier noch so ein Lämpchen, so einen anderen Ausgang. Dort kann man dann alle möglichen Bauteile oder Verbraucher anschließen, die es geht. Das wäre dann das reine 12-Volt-System. Wenn man aber eine Steckdose benutzen will, wie sein Laptop zu laden, da gibt es ja die typischen Steckdosen. Und dafür schließt man dann an die Batterie und nicht an den Laderegler den Wechselrichter und bekommt dann hier 230 Volt raus. Jetzt ist das aber in meinen Augen eine riesen Energieverschwendung. Von der 12-Volt-Batterie hoch auf 230 Volt zu gehen, mit dem Laptop-Ladegerät rein und dann aber wieder runter auf 20 Volt. Diese Wechselrichter verbrauchen richtig viel Energie, ob sie laufen oder nicht. Deswegen ist es meiner Meinung nach immer das Beste, darauf zu verzichten und Alternativen zu finden. Und eine Alternative sind zum Beispiel solche Stecker. Das ist ein 12-Volt-20-Volt-Wandler, das heißt, den kann ich direkt an die Batterie anschließen und habe dann keinen Energieverlust. Zum Thema Effizienz und Energieverschwendung wäre ich aber ganz, ganz vorsichtig, weil da hängen so viele Faktoren ab. Ich werde nicht so pingelig, wie viele sind, weil wie ihr hier schon seht, schon allein der Standort von dem Solarpanel macht einen riesen, riesen Einfluss. Dann die Qualität der Bauteile, die ihr benutzt. In dem Fall habe ich ein gebrauchtes Solarpanel, wie alt es ist, der Wechselrichter, wie viel Watt der machen kann. Es gibt so endlos viele Möglichkeiten und ihr werdet sowieso niemals 100% Energie rausbekommen. Schon allein der effektive Leistungswert ist in der Regel nur 60-70%. Das kommt aber im nächsten Teil. In diesem Teil geht es jetzt erstmal nur um die Infrastruktur und wir sind hier schon dabei, einen Schaltkasten zu bauen. Einen wasserdichten Schaltkasten, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch das Solarmodul, da empfiehlt sich ja so um die 30 Grad an Winkel zu haben, damit es optimal ist. Aber auch hier wäre ich nicht zu pingelig. Wo ich pingelig wäre, dass es wirklich die ganze Zeit in der Sonne ist. Und ich habe jetzt hier Tage, wenn nicht sogar wochenlang geschaut, wie die Sonne hier morgens ist, mittags. Und hier ist eine ziemlich gute Location, um das Solarpanel aufzustellen. Da hat man nicht auch einen allzu weiten Weg mit dem Kabel. Ich hatte ursprünglich gedacht, dort hinten, dann bräuchte ich aber bestimmt 20 Meter Kabel und 20 Meter Kabel ist wieder Energieverlust. Ich muss eine kleine Trench machen dafür. Deswegen haben wir uns jetzt hier entschieden.
Dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Bauvideo. Ich mache mal eine Timelapse rein, ein bisschen Musik. Viel Spaß. Daneben kommt schon geil, denke ich. Ja. Mit den zweiten zusammen nageln. Das kommt geil auf geil. Und dann kannst du eine Scharniere für eine Türe machen. Weil nachher müssen wir zu zweit sein und dann wollte ich noch fragen, ob du dir doch so eine Ablagefläche machen willst. Oder zumachen mit so einer. Wieso brauchen wir 1, 2, 3, 4. Weil hier oben das obere Teil hier für die Befestigung wäre, glaube ich, schon geil, so gekauft zu nehmen hier. Ja. Ja, glaube ich auch. Das soll ja auch ein bisschen schräg sein. Ja, eben einfach von innen hier auf der Seite, oder? Ja. Oder ganz im Ecken hier. Ja, das können wir jetzt am besten vor. Du jetzt unten befestigen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Was ist gerade mit der Bit? Ja, deswegen ist Torx immer so gut, gell? Die können wir jetzt abhaben. Achtung! Was? Jetzt hat er angezogen. Geht das schon durch? Jetzt ist meins. Ja. Ah, der hier. Ja, aber jetzt. Geil. Wäre das so tief so? Ja. Das ist hier genau gut für das, hier eine Schraube rein. Ne, das passt so. Ja. Warte, Pause. Ja. Schraube wird sonst zu heiß vielleicht. So, Step 1 fast erledigt. Wir haben jetzt hier den Schaltkasten. Und wir strugglen gerade richtig, um das Eukalyptus zu bohren. Das ist so hartes Holz und sind jetzt 3 Schrauben abgebrochen. Einmal hier unten, das müssen wir alles noch richtig festmachen, aber das kriegen wir jetzt dann noch hin. Aber was denkt ihr? Können wir so weitermachen. So, meine Freunde, der erste Tag oder der erste halbe Tag ist vorbei und sieht schon relativ gut aus, ist aber noch lange nicht fertig. Wir wollen hier noch Türen reinmachen, das hier unten noch ein bisschen verbessern und dann kommt auch schon die Installation. Also wir sehen uns morgen. So, eine Stunde später und zack, zack, haben wir Türen. Jetzt fühlt sich schon immer mehr wie ein Schaltkasten an und jetzt machen wir uns gerade fertig und gehen Fenster holen und Türen. Ich krieg Fenster geschenkt. Und da kommen wir dann auch später zu dem Punkt, wie ich hier an ganz viele Sachen kostenlos rangekommen bin. Bis später. Und ganz genau so kommt ihr an kostenlose Materialien ran. Hier ist der Händler, wo ich die ganzen Paletten her habe und auch den Kasten für den Schaltkasten. Und heute sind wir auf der Mission, hier die Fenster aufzubauen. Das komplette Gebäude hier soll abgerissen werden. Das heißt, wir können uns hier frei bedienen. Das Erste, was wir machen, sind die Fenster holen. Aber auch hier könnte man ganz einfach und kostenlos einen Schaltkasten einfach haben. Hätte ich das gar nicht bauen müssen. Und das zählt zu allem. Auch das Photovoltaikmodul wechselrichtig. Ihr könnt alles kostenlos erhalten. Freunde, wir haben es geschafft. Die Infrastruktur ist jetzt erstmal erledigt. Wie gesagt, es gibt noch einen zweiten und einen dritten Teil mit der Verkabelung. Das soll jetzt alles professionell gemacht werden. Aber schon mal als kleinen Vorgeschmack. Ich lade gerade diesen Laptop direkt über die Batterie. Das heißt, ich brauche das nicht auf 230 Volt hochwandeln. Und das erkläre ich euch dann alles ganz genau, wie es funktioniert. Jetzt geht es aber erstmal um die Infrastruktur. Als kleiner Spartipp, ihr habt es vorhin im Ausschnitt gesehen, die ganzen Bretter kommen von der Mülltonne. Ist jetzt nicht das beste Holz, auch das Palettenholz haben wir hier von der Mülltonne. Wir haben hier unten das Fundament von Stämmen von meinem eigenen Land gemacht. Das Einzige, wo wir eigentlich Geld ausgegeben haben, waren Schrauben und Scharnieren. Teilweise, das hätten wir wahrscheinlich auch ohne lösen können. Aber ansonsten ist das alles kostenlos.
Die Batterie habe ich von einem Mechaniker bekommen, die habe ich wirklich geschenkt bekommen. Das war eine alte, kaputte Batterie. Und für den Laderegler habe ich, glaube ich, 12 Euro oder 17 Euro gezahlt. Und dann zeige ich euch hier noch. Die Kabel werden alle verbuddelt, damit die schön von der Sonne geschützt werden. Und auch hier das Panel. Das ist ein altes, gebrauchtes Panel. Das hat eine Freundin geschenkt bekommen. Und sie hat es dann mir geschenkt. Das heißt, sogar das Solarpanel war komplett umsonst. Was hier zu beachten gibt, das ist, würde ich als ziemlich wichtig sagen, dass man die Kabel verbuddelt. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn die Kabel sich erhitzen, dann fließt der Strom viel besser und da hat man einen viel höheren Verbrauch. Aber hier könnt ihr mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, wo ihr denkt, wo man pingelig sein sollte, wo man nicht pingelig sein sollte, wo man viel sparen kann. Schreibt es mir mal gerne rein, dann berücksichtige ich das im nächsten Video. Dort geht es dann richtig um die Verkabelung, 12 Volt, 5 Volt, alles Mögliche. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst gerne ein Like und ein Follow. Wenn ihr meine Projekte unterstützen wollt, findet ihr einen PayPal-Me-Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr diese Projekte mit einer kleinen Spende supporten. Und dann freue ich mich, euch nächstes Mal im Video zu sehen. Viel Spaß, euer Robin.